Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Elisabeth Berth. Schönen Donnerstag. Feldkirch ist in diesen Tagen der große Treffpunkt des österreichischen Städtebundes. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat gestern seine Ansprache bei der Eröffnung im Montforthaus gehalten. Er hat auch seine Botschaft anlässlich des Städtetags mitgeteilt. Das Motto ist ja, dass mehr miteinander machen statt gegeneinander. Und das finde ich ein sehr schönes Motto. Also nicht nur innerhalb der Stadt, sondern auch zwischen den Städten und letztlich zwischen den Staaten natürlich. Rund 250 Mitgliedsstädte und Gemeinden sind aktuell in Feldkirch vertreten. Noch bis morgen geht es um wichtige Zukunftsthemen, vor allem um die Pflege. Eine junge Frau ist in Nenzing von einem Dach gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie ist es zu diesem Unfall gestern Abend gekommen? Horst Spitzhofer von der Landespolizeidirektion. Ja, die 20-jährige Frau hat mit einem Mitbewohner und einer weiteren Person Alkohol konsumiert, offensichtlich jede Menge Alkohol konsumiert. Sie ist dann durch das Dachfenster auf das Dach geklettert und wollte zum Giebel hinaufsteigen. Und dabei ist sie auf den nassen Dachziegeln ausgerutscht. Etwa 7 Meter ist sie in die Tiefe gestürzt. Mit dem Rettungshubschrauber musste die 20-Jährige ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden. Ein weiterer Unfall ist in Rankweil passiert. Ein Mann ist gestern Nachmittag am Kopf und Oberkörper verletzt worden. Er war in einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Arbeiten im Stall beschäftigt. Beim Absenken eines Staplerarmes hat sich ein Metallteil gelöst und den Mann getroffen. Und für den guten Zweck werden in der Dornbirner Innenstadt Bücher verkauft. Übermorgen findet ein Flohmarkt des Vereins Wissen macht stark statt. Mit dem Spendenerlös wird Kindern in Senegal geholfen, dass sie eine Schulausbildung machen können. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.